Willkommen zurück zur Gewinnernacht in Mainz. Heute mit Top-Speakern Marcel Knopf, Raoul Plickert, Alex Düsseldorf-Fischer, Gerald Hörhan, Jonas Eisert und natürlich mein Bruder Andreas und mir. Wir nehmen euch mit. Viel Spaß mit diesem Vlog. Hier ist schon mal der allererste Star des Abends. Was geht, ihr Lieben? Was ist heute das Thema von deinem Vortrag? 10 Ideen, wie du Marktführer werden kannst und deine Kunden in echte Fans verwandelst. Geil! Ich habe die Slides schon gesehen, sehr wild. Kommt ja auch als einzelnes Video auf dem YouTube-Kanal. Gehen wir mal zu unserem Stand, oder? Ihr seht, der Saal füllt sich langsam. Die ersten Teilnehmer kommen. Hey, was geht, alles klar? Hier die Jungs von Learning Suite am Stand mal wieder. Was erwartet uns für neue Features? Erzähl mal. Aktuell die Suche, eine komplette Suche für Mitglieder, für Admins, die wahnsinnig schnell ist. Zum anderen Teil kann man einfach ein komplettes Dashboard zusammenstellen, wo man dann als Nutzer dann auch die ganzen Kurse und die Hubs sieht. Das ist ein ziemliches Flaggschiff-Feature noch. Also wenn du noch kein Learning Suite hast, buch dir mal ein Beratungsgespräch, ein Demo-Call und guck dir das Tool an. Yannick Thees, Strategieberater bei uns. Hi. Geiler Typ. Letzte Woche zusammen in Italien gewesen, am Lake Como. Jeder, der Yannick kennt, der weiß, er ist ein mega geiler Vertriebler. Hau mal raus, hast du 2 Tipps, wie man besser verkaufen kann? Also die meisten sollten erstmal an ihrem eigenen Selbstwert oder Selbstbild arbeiten, damit sie überzeugter von sich selbst und ihrer eigenen Expertise sind. Ja. Weil wenn du versuchst, irgendwas zu verkaufen, was du irgendwie online aufgeschnappt hast, irgendein Geschäftsmodell, womit viele Geld verdienen, aber du hast es selbst nicht drauf oder glaubst nicht an dich selbst, könnte schwierig werden, weil die Leute merken, dass du nicht selbst von dir überzeugt bist von deiner Expertise. Und Punkt Nummer 2, sei selbst jemand, der immer schnelle Entscheidungen trifft. Weil wenn du selbst jemand bist, der immer über alles nachdenken muss und dann hast du unsichere Personen vor dir sitzen, die selbst nicht so gut im Entscheidung treffen sind, dann wirst du Schwierigkeiten haben, diesen Leuten bei Entscheidungen treffen zu helfen. Aber das ist im Endeffekt der Job eines Vertrieblers. Also ein guter Verkäufer ist auch ein guter Einkäufer. Definitiv. Ich bin Guido Steinberg. Ich mache Internetseiten mit WordPress und wir haben eine eigene KI, wo wir jetzt mit am Markt gehen. Genau. Und wir waren in der Rheinzeitung und der Guido wurde da interviewt. Sehr, sehr spannend, eine Doppelseite. Da gab es auch einen Podcast. Auf jeden Fall mal reinziehen, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Also Leute, hier 250.000 Euro Award. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Danke dir. Danke dir. Seit wann bist du bei uns? Seit 2018 schon. Keine einzige Sekunde bereut. Ah, das hört sich gut an. Da freue ich mich. Oh, hier noch 2 der phänomenalen Speaker. Einmal Jonas Eisert von Love Film. Man kennt ihn. Und natürlich der großartige Marcel Knopf. Hallo, hallo Markus. Von OnePage. OnePage hat auch sehr, sehr viele neue User gewonnen, seit wir die Social Media Marketing Agentur Masterclass gelauncht haben. Weil da gibt es Templates von uns, die wir hier zusammen als Bonus quasi zur Verfügung stellen. Ich sehe sehr viele Leute, die eure Templates nutzen und damit super geile Seiten gebaut haben. Checkt's ab, marketingagentur.de, könnt ihr euch informieren. Und dann bei OnePage natürlich als Funnelbilder OnePage kaufen. Yes. Und ich krieg jetzt immer so E-Mails, you got a commission. Mehr dieser E-Mails am besten. So viele wie möglich. Worüber sprichst du heute? Ich sprich heute darüber, wie man durch Detailliebe sein Marketing auf ein anderes Level bringen kann. Und du? Ich spreche darüber, wie du eine Abschlussquote von 80% bekommst, ohne dass du irgendwas in deinem Vertrieb umstellen musst. Also macht Jonas Eiser das Foto, dabei müsst ihr eigentlich ein Foto mit ihm machen. Er ist ein Star. Ihr kriegt dann eine Rechnung über 5.000 Euro für das Foto. Kein Problem. Hier der OnePage-Stand, wir haben eben mit Marcel gesprochen, da siehst du mal, sieht mega aus. Hey, was geht? Der Bücherboss. Wenn ihr ein Buch schreiben wollt und ihr braucht dabei Hilfe, vom Leser zum Kunden, kann ich empfehlen, zum Lesen. Wo findet man das? Vom Leser zum Kunden.de. Achso, ja, das ist ja simpel zu merken. Vom Leser zum Kunden.de, auch bei uns aus der Mastermind schon lange dabei. Seit 4 Jahren. Ja, und so unfassbar gut aussehend auch. Ja, das kommt noch dazu. Ein Mindset-Buch für die Kinder? Ja, für unsere Tochter, weil die kommt nächste Woche in die Schule und dann haben wir so lauter so Mindset-Sachen, aber auf sie personalisiert. Kann man das auch kaufen oder ist das nur für deine Tochter? Ja, lustigerweise fragen das jetzt alle. Also ja. Eltern wollen ja gerne so Mindset-Content für Kinder haben, oder? Ja, voll. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das gerne auf Amazon kaufen wollen würdet. Es ist wunderschön geworden, auf jeden Fall. Also Leute, demnächst überall erhältlich. Erst war der Bücherboss und jetzt haben wir hier den Zahlenboss. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Gründer, Geschäftsführer von RG Finance. Wir sind externer CFO, also kümmern uns um die Zahlen bei vielen Wachstumsunternehmen. Wenn man zu schnell wächst, behält man die Zahlen nicht mehr im Blick und dann kann es recht zügig vorbei sein, die ganze Fahrt. Ne? Genau, du willst ja auch schauen, dass du alles im Blick behältst, die Ads, wie das Verhältnis ist, ne, dass du immer schön profitabel bleibst. Genau, soll ja auch was backen bleiben, das Ganze soll ja auch Spaß machen und von daher sollte man das im Griff haben. Ja, richtig. Wie kann man dich finden? Einfach auf YouTube zum Beispiel.
Beispiel Robert Giebenrath, externer CFO, oder über rg-finance.de. Seit wann bist du Kunde bei uns? Seit 2020. Bist du auch ein Wachstumsunternehmen? Nahezu frisch in die Selbstständigkeit gegangen und dann mit euch gemeinsam auch mitgewachsen und ja, geht schon ganz gut. Wie sieht es heute aus? Aktuell, wir haben mittlerweile 20 Leute sind wir, haben auch schon den 500k Award von euch bekommen, also auch schon mal 500.000 abgeschlossen und geht voran bei uns. Okay, sehr geil. Also, wie gesagt, wir arbeiten eng zusammen in der Mastermind. Sehr, sehr spannend und immer weiter mitverfolgen. Auch auf YouTube, ganz großer YouTube-Kanal. Jawohl. Mit interessanten Inhalten wie, wann darf ich mir einen Porsche kaufen? Ja, oder wann? Neuerdings, wann darf ich mir eine Patek kaufen? Habe ich noch nicht geschaut. Hast du noch nicht geschaut? Aber Pateks habe ich schon gekauft. Ja, ja, ich glaube auch, du fällst ins Raster. Dann passt das ja. Paul Hoffmann hier ein Stand. Natürlich geniales Marketing für Events. Man kann ja Bilder machen. Da ist der Fotograf von Paul. Fleißig bei der Arbeit. Sehr stark. Wir haben mit seinem Partner, dem Chris, in Mykonos gewesen. Die letzten beiden Wochen war sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, bei der Workation von der Mastermind. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Mein Name ist Florian Sondershausen. Wir haben ein großes Bildungsinstitut für Blockchain und Kryptowährungshandel und Devisenhandel. Haben auch unseren Sitz in Koblenz, sind direkt Nachbarn, ja, sind Nachbarn auf jeden Fall. Ja. Ja, und wir zeigen einfach Menschen, wie sie halt nachhaltig an der Börse Geld verdienen können. Sie sind sogar die Einzigen, die in der Lage sind, mir sogar noch Krypto zu erklären. Ja, genau. Gerade über ihn gesprochen und schon steht er wieder neben uns. Und auch so braun gebrannt wie ich, schau. Braun gebrannt. Heute nur Komplimente deswegen bekommen. Ah. Ja, das war eine geile Reise, muss ich sagen. Ja, war richtig gut. Was hat dir am besten gefallen? Am besten hat mir eigentlich gefallen, dass man mal wirklich mal weg von dem Alltag einfach mal so ein bisschen Urlaub machen kann. Und ich glaube, das war auch so der Hintergedanke. Und das hat mir gut getan. Wir haben das Ziel verfolgt und wir haben es erreicht. Genau, definitiv. 100% erreicht. Das ist der Hakan aus Koblenz. Guten Tag. Was machst du? Stell dich mal vor. Ja, ich bin Hakan aus Koblenz. Ich bin Kunde, macht Spaß. Es bringt richtig viel. Ich konnte jetzt schon in den ersten 4 Wochen meine Strukturen schon aufbauen. Die Videos sind mega und ja, ich komme gar nicht hinterher. Geiler Typ. Sehr nice. Was machst du denn genau? Erzähl mal. Ja, ich habe klassisches Architekturbüro. Umbau, Neubau, Sanierung, Energieberatung. Im Raum, sind wir. Im Raum Koblenz macht er richtig schöne Dinger. Genau, ich penetriere den Markus auch jedes Mal mit meinen Entwürfen. Ich hoffe, die gefallen dir. Die sehen gut aus. Ja. Auf jeden Fall. Und also du kennst dich aus mit Premium-Segment. Aktuell bauen wir jetzt ein Coaching auf. Das heißt, wir wollen andere Architekturbüros in digitalen Prozessen weiter optimieren. Und ja. Wunderbarer Fotograf, direkt erkennbar an der Kamera. Das ist der Matthias Axmann. Moin aus Hamburg und jetzt in Mainz. Heute in Mainz. Geiler Typ, war letztens bei uns im Office. Hat's dir gefallen? War super schön, tolles Office, alles durchgestylt und da macht es auf jeden Fall Spaß zu arbeiten. Apropos durchgestylt, guckt euch den mal an, der sieht auch aus wie ein Styler. Geiler Typ. Wie kann man dich finden? Wenn man kann mich finden im Internet natürlich unter www.axmann.de und ich bin der Fotograf der CEOs. Wie hat sich dein Geschäft verändert durch unser Coaching? Auf jeden Fall positiv, auch was nicht nur das Coaching angeht, sondern auch das Netzwerk, was sich erweitert. Das ist ja ein großer Mehrwert, ja, den die meisten immer vergessen, dass man dadurch indirekt sein Netzwerk auch erweitert. Wie viele Leute hast du kennengelernt über uns? Och, was willst du sagen? Eigentlich nicht alle, aber eine Menge, bestimmt 10, 20 Leute. Jetzt übernehme ich. Was machst du denn so? Ich bin Mental Coach und mache 1:1 Coaching, Auflösen von mentalen Blockaden und für Gruppen. Ja. Nice. Wem hilfst du so mit dem Gruppencoaching? Und zwar Business Coaches, die über 50 Teilnehmer haben und einfach Videotrainings haben. Die wollen, dass ihre Teilnehmer erfolgreich werden und einfach das Training umsetzen. Ja? Und viele machen es halt leider nicht und da komme ich ins Spiel. Mindset-Coachings sind unfassbar wichtig, wenn man ein Online-Gruppencoaching anbietet. Wir selber machen das seit Jahren, haben es auch eingeführt in Deutschland und sind damit so erfolgreich, unsere Kunden halt exorbitant geile Ergebnisse ziehen. Hey, es geht, alles klar. Wie geht's dir? Ich tauche rudimentär auf in diesem Blog. By the way, muss einfach mal anmerken, hier die AP-Gang. Einmal sinnlos flexen für die Kamera, für die Klischees. Nice, danke schön. So, wir checken jetzt mal ab, wie es aussieht. Hey, Friedrich, wie läuft's bei dir? Ja, wir kommen schon ganz gut voran. Was macht der Monatsumsatz? Ja, um die 60 jetzt. Nice. Was macht er genau? Wir machen eine Beratung für Ingenieure, Architekten, Sachverständige. Ne? Wunderbar. Wir haben eigentlich ausschließlich Kunden in Deutschland. Ne? Ah, perfekt, wunderbar. Wo genau kann man dich finden? Auf aqua.consulting, das ist unsere Homepage. Haben Sie das schon das Logo mit so einer Skyline und so weiter, ne? Ja, ja, genau. Ja, aqua.consulting. Es hat gegongt, wir müssen los. Attacke.
öffne die Tür. So, das sieht schon sehr gut aus hier. Gleich geht's los mit der ersten Speech. Ich mache ein bisschen hier Welle. Nice, nice, nice. Also Full House heute, sehr, sehr geil. Komm, wir grüßen mal Daniel auf der Bühne. Da ist der Daniel. Der Urlaubsboss. Ja, klar, geht. Wie geht's? Alles gut. Urlaub verkraftet. Ja, ja, das Beste. Sehr geil. Moin, grüß dich. Herzlich willkommen zur vierten Gewinnernacht im kurfürstlichen Schloss Mainz. Ich bin schon wieder aufgeregt, Leute. Hier, mach mal dein Herz an, Mike. Okay, okay. Jetzt nochmal hier die Slides angucken vorher, damit ich auch alles richtig mache. Herzlich willkommen auf der Gewinnernachtbühne, Markus Baulich. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich habe nämlich einen Vortrag mitgebracht, wie du ein Online-Selbstbild kreierst. So, mein Vortrag ist vorbei. War sehr, sehr geil. Ich war wieder aufgeregt. Andreas hat auch einen phänomenalen Vortrag gehalten. Raoul hat über Webinare gesprochen, war auch spannend. Und Gerald Hörn hat natürlich wieder einen richtig lustigen Vortrag gemacht, so in seiner Manier. Hier am Stand ist sehr, sehr viel Action. Ich habe eben viele Bilder gemacht. Auch immer sehr, sehr geil, also crazy. Wenn man überlegt, wie wir angefangen haben vor ein paar Jahren. Damals sind wir einfach auf Events gegangen, um Kontakte zu sammeln. Heute sind wir Speaker auf Events, heute haben wir Messestände, wie sich das alles entwickelt im Laufe der Zeit. Und Leute wollen einfach Bilder mit uns machen. Voll crazy. Ich freue mich jedes Mal, wenn mich einer fragt. Wenn du mal eins machen willst, kannst du mich auch einfach fragen. Habe ich kein Problem mit. Irgendwo auf dem Event oder Andreas. Umsatz.io ist auch wieder hier vertreten. Was gibt es Neues bei Umsatz.io? Was geht? Hi. Ja, gibt einiges Neues. Wer es noch nicht gesehen hat, mal auschecken. Es gibt bei uns quasi Sales Controlling out of the box vorkonfiguriert. Dein Sales Controlling, du hast es erfunden. Wir haben es gebaut. In Umsatz.io automatisch wird halt mitgetrackt, welche Schlagzahl ihr habt, wie eure Durchstellquoten sind, wie eure Verkaufsquoten sind. Könnt ihr alles sehen. Und müsst dafür nicht irgendwie in Excel irgendwelche komischen Sheets bauen. Das Ganze kommt einfach vorkonfiguriert. Ihr spart euch einfach einen Haufen Arbeit und macht dadurch eben mehr Umsatz, was unser Ziel ja bei Umsatz.io ist. Das Coole ist, du kannst deine eigenen Benchmarks quasi einfach wie so an so Reglern festlegen und dann siehst du direkt, ob deine Vertriebler richtig arbeiten oder ob die irgendwie an einer Stelle nicht so gut performen und kannst dann das Verhalten sehr einfach korrigieren. Benjamin, du bist ja auch Kunde bei Umsatz.io. Wie gefällt dir das Tool? Ja, es ist ein Mega-Tool. Wir haben ja die letzten Jahre schon sehr viele CRM-Systeme getestet, amerikanische Systeme, aber auch deutsche Systeme. Und Umsatz.io schafft es wie kein anderes Tool, die Komplexität von Vertrieb mit der Einfachheit einer Software zu verbinden, sodass wirklich jeder, auch ein Anfänger, es schafft, der noch nie mit CRM-Systemen gearbeitet hat, dann seine Sales-Prozesse wirklich vernünftig aufzubauen und strukturiert abarbeiten zu können. Und wir selber als Softwareanbieter mit 4Leads lieben natürlich die Schnittstellenmöglichkeiten, sodass jemand, der mit uns einen Lead einsammelt in unserer Software, das dann gleich weiterleiten kann zum CRM und das ist mega stark. Wir beide kennen uns über den Gerald. Ja, ich bin bei dem Excellence Training. Erzähl mal, wer bist du, was ist dein Angebot? Also mein Name ist Michael Ketschici, ich komme aus der Immobilienbranche, aber tatsächlich habe ich mit meinem besten Freund Nick Hassmann, der da steht. Hey, da ist der Nick. High Performance Coaching, für alle, die besser schlafen wollen, fitter werden wollen oder einfach gesünder werden wollen. Dann sieht man auch am Ende so gut aus wie du. Ja, hoffentlich. Du bist ja auch bei uns im Training. Wie hat sich dein Business verändert dadurch? Bis jetzt, die ersten 3 Monate, viele Kontakte geknüpft. Und die Live-Calls mit Andreas und mit dir sind immer sehr cool anzusehen, weil man wirklich jeden Step-by-Step oder Schritt für Schritt immer vorankommt. Was sind so die Ergebnisse bisher? Bisher die Ergebnisse. Wir haben aktuell 7 Kunden in der Pipeline. Unser kleinstes Paket ist 12.000. Also ja, es wird schon ganz gut. Läuft. Er hat eine Agentur und reproduziert auch Mode, ja? Aruti, Georg Aruti hier, geiler Typ. Danke dir. Erzähl mal ein bisschen, was machst du? Ja, auf der einen Seite haben wir Design- und Branding-Agentur und professionalisieren quasi den Mittelstand und machen aus Unternehmen Marken. Und auf der anderen Seite haben wir unser Modelabel, machen unsere eigenen Klamotten von Haute Couture, Handtaschen und quasi Merch-Artikel. Genau, wir haben auch selbst Laptop-Taschen produziert für unsere Marktführer, Mastermind-Teilnehmer, sehr, sehr hochwertig, richtig geil. Und wie hat sich deine Agentur entwickelt durch uns? Ja, brutal. Also ich würde auch sagen, von 0 auf 100. Auch von 1 auf 100? Von 1 auf 100, ja. Ich will eine Steigerung haben. Nee, es ist mega krass. Also auch was vom Mindset her passiert, das ist unglaublich. Weil du hast ganz falsche Glaubenssätze, würde ich mal sagen. Was waren falsche Glaubenssätze von dir? Ja, so grundsätzlich, wie du überhaupt Vertrieb auch machst, ne?
wie du überhaupt mit den Kunden sprichst, ob du denen auch wirklich so eine lange Wartezeit gibst, wie du mit den ganzen Angeboten vorantrittst. Warst du vorher Bittsteller, der dann gewartet hat, lange Sales Cycles? Ja, erstens ist, früher war es wirklich Angebot versenden per E-Mail, dann wartest du, dann bipperst du da drauf, also du qualifizierst den Kunden gar nicht so richtig vor, so wie es beigebracht hat. Und das war so bei uns so extremer, krasser Wandel einfach dadurch. Wie hat sich der Umsatz dann dadurch geändert? Also ich würde sagen, wir haben locker durch euch eine 800-prozentige Steigerung erhalten. Das ist stabil, ja krass. Also, wenn ihr auch sowas wollt, meldet euch. Hier Leute, Institut für digitale Qualitätssicherung. Warum braucht man diese Zertifikate? Ja, im Endeffekt, um auf der einen Seite mehr Vertrauen bei seinen Kunden auszulösen. Ihr kennt das ja bei euch in der Branche. Viele Dienstleisteragenturen erklären den Unternehmen, wir bringen dir mehr Kunden, wir besorgen mehr Mitarbeiter. Aber so eine Sache müssen die Unternehmer erstmal glauben. Ja? Genau. Und Zertifikate sorgen halt dafür, dass die Message, die man hat, einfach noch wesentlich mehr vertrauenswürdiger rüberkommt. Also Zertifikate sind ein richtig guter Flex. Ja, und wenn ihr jemanden braucht, der euch dabei unterstützt, wir haben selbst auch unsere ganzen TÜV-Audits gemeinsam gemacht. Zuletzt TÜV Nord vor, wann war das, 3 Wochen? Ja, 3-4 Wochen, ja. Ja. Saßen wir zusammen im Zoom-Call, haben das wieder mal richtig gerockt. Gerockt, hat geklappt, also TÜV Nord ist auch wieder da bei uns. Und wenn ihr selbst auch sowas machen wollt, checkt es gerne ab. Ja, www.ifdq.de und Daniel Graf unterstützt euch da mit dem Marcel zusammen. Genau. Checkt das Ganze ab. So, das war unser Vlog hier von der Gewinnernacht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und seid beim nächsten Mal wieder dabei in 2024, nehme ich an. Yes, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr und auf jeden Fall wieder sehr begehrt, sehr schnell ausverkauft. Insofern seid dabei, erlebt das, sichert euch die Tickets schnell und tragt euch am besten jetzt schon auf gewinnernacht.de auf die Warteliste ein. Dann erfahrt ihr als erstes, wenn es wieder losgeht. Genau. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr als Coach, Berater, Trainer, Experte oder Dienstleister euer Business skalieren wollt, www.andreasbaulig.de. Und falls ihr erst eine neue Fähigkeit lernen wollt, www.business.de. Bis zum nächsten Mal.